Aua, aua, aua. Warum sagt der Vorbotler das? Und nicht wie sonst ein schönes Hey ho rauszuhauen oder so, ne? Nein, ich hatte heute einen Zahnarzttermin und mir tut jetzt immer noch unwahrscheinlich der Kiefer weh. Boah, ich hoffe einfach mal, ich bin noch halbwegs verständlich. Ich brauche jetzt dringend Abwechslung und drehe jetzt einfach mal ein bisschen, egal wie sich das hinterher dann anhört. Ich merke auch gerade, dass ich ganz furchtbar in mein Mikrofon spucke. Das ist, glaube ich, schon völlig durchnässt. Also betäubt bin ich nicht, aber die Schmerzen, die Schmerzen. Ne? Also bitte bedauert mich mal. Ne? Schiebt mir mal eine Tüte Mitleid rüber. Das brauche ich jetzt einfach von euch. Und fragt euch natürlich auch, was ist das denn da jetzt hier für ein Ding? Ne? Das ist die neue Leiter. Ich teste gerade ein neues Texture Pack, also beziehungsweise eine neue Version von meinem Texture Pack. Ihr wisst, aktuell ist die Version 1.3. Hab jetzt mal 1.4 draufgezogen und habe da einiges geändert. Schon die Farbe so ein bisschen erdiger gemacht von dem Schönstein. Ja, ist noch nicht so, aber gut, das ist halt wirklich völlig experimentell im Moment noch. Wie eigentlich sowieso. Hier die Amy Winehouse Höhle. Ich habe mal hier so angefangen, so ein bisschen so einen Baum hinzubauen. Ist noch nicht so ganz so, wie ich mir vorstelle, aber jedenfalls, dass ich so ein bisschen dran denke, das auch mal wieder zu machen. Ich wollte hier noch weiter ausbauen, habe das jetzt einfach gelassen. Ihr seht, ich habe ja diesen Lavasee hier zum Beispiel entdeckt, ne? Aber sehr schön, da möchte ich gerne mal mit einbeziehen, aber das lasse ich im Moment noch, weil ganz ehrlich gesagt, ich nicht mehr weiß im Moment, wo ich mit meinem Koppelstein hin soll. Ne? Ich kann hier nichts mehr. Ich habe drei Doppelkisten voll in Bad Schönfels. Und deswegen mache ich mich jetzt auch wieder zurück zur Station 74 auf den Weg, damit wir dort weiterbauen. Das Gras ist Gott sei Dank so langsam unten angekommen. Also langsam, langsam ist wirklich ein sehr gutes Wort dafür, weil das hat echt Stunden gedauert. Also Realtime-Stunden. Ja? Also ich habe hier teilweise, mache ich diesen hier, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja? Drücke ich einfach mal, öffne das Inventar, dann bleibt das Spiel aktiv, es läuft weiter, aber die Maus ist frei, so dass ich halt auf meinem Rechner irgendwelche anderen Sachen machen kann. Das Spiel läuft dann einfach im Hintergrund weiter, weil irgendwie weiß ich sonst nicht, also wie man die Zeitronen rumhauen, sich um die Ohren hauen soll. Ja, das ist jetzt noch 6 Stufen, dann habe ich es geschafft und ist das Gras endlich unten, aber es ist mir jetzt im Moment egal, weil ich möchte mich jetzt wirklich auf den Weg zurück machen. Wir nehmen den Zug nach Bad Schönfels. Das ist einfach super schnell gegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist hier runter, es ist total schnell gegangen. Und jetzt da, das dauert Stunden, wirklich. Also unglaublich. Ne? Ich hatte zwischendurch echt keinen Bock mehr. Gut, aber lastet uns jetzt auch nicht so sehr. Ich möchte jetzt hier nicht die Krise bekommen. Steig mal lieber in die Karre. Schwuppdiwupp, ab geht's. Ich habe auch vorhin noch ein bisschen so ein Zeug mitgenommen hier, was da noch so rumlag. Das würde ich jetzt schön in die Kisten packen oben. Und dann werde ich mir auch noch das ganze Material herstellen, was wir ja auf der Station 74 noch brauchen. Glas haben wir schon etwas gemacht. So, die Karre immer mal wieder in Startposition schieben. Das ist inzwischen auch so eine Routine. Okay, gucken wir mal eben nach, dass ich hier seht ihr, ich habe noch eine Kiste hier hingestellt, um da noch mehr Koppelstein reinzupacken. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen mein Inventar leeren von unnötigem Zeug, damit ich dann gleich hier nochmal 56 Slimebälle da, also wirklich sehr, sehr, sehr irre. So, es wird alles mal ausgepackt. Was habe ich hier noch? Das brauchen wir jetzt auch alles nicht. Ja, klar, Erde nehmen wir halt immer mit, aber habe ich wahrscheinlich auf der Station auch. Das Silber können wir mal hier lassen. Aus den Stöcken baue ich jetzt erstmal. Ich brauche mal noch ein paar Fackeln, glaube ich. Mache ich mal einfach so, dass ich ein bisschen Vorrat habe. Ach, komm her. Das kann nicht schaden, das ist einfach mal wegzukloppen hier. Das, der Rest, der kommt dann hier in die Kiste rein. Das ist nämlich alles schon etwas geplündert hier. So. Ja, nehmen wir einfach das 64er Stack mit. Ne, nee, wir nehmen beide Stacks mit. Nee, solche Experimente mache ich jetzt gar nicht. Ein bisschen Essen noch.
Oh, demnächst Beta 1.8, ne? Wenn das mit dem ganzen Essen noch, ich weiß nicht. Was ich da so bisher so drüber weiß, über diesen Hungerbalken und all sowas, ich hasse es, glaube ich, jetzt schon. Ich will jetzt nichts runter machen, schon im Vorfeld. Vielleicht ist es ja doch ganz gut abgestimmt und gar nicht so schlimm. Puh, aber dass man da ständig essen muss, irgendwie und sonst verletzt wird, ich weiß nicht. Ich kann mir darunter im Moment noch nicht so richtig toll was vorstellen. Ich habe noch eine Werkbank mit, aus irgendeinem Grunde. Weiß gar nicht warum. Die wohl mal gemacht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Jetzt möchte ich auf jeden Fall alle möglichen Materialien schon mal verarbeiten. Machen wir das doch mal so. Wir brauchen natürlich ganz viele Halbsteine. So, dann mache ich mir jetzt auch mal richtig viele. Kann man sich also schon mal das fertige Zeug hier craften und spart dann unter Umständen auch noch mal den einen oder anderen Slot im Inventar. Ja. Ja, das soll mir jetzt genügen. Die verstopfen mir die zwei, die bringen jetzt nichts. Die kommen jetzt da drauf. Was kann ich denn hier noch ein paar Leitern? Was habe ich denn da noch? Holz haben wir doch da drüben, glaube ich, ne? Nehmen wir mal den Zaun, dass wir den hier auch noch lassen. Stufen sollte ich noch herstellen. Ja, genau. Für die ganzen Röhren, die wir da bauen, die Durchgänge. Ja. Klack, klack, klack. Eine wunderbare Sache. Ja, gerade habe ich gelesen, also jetzt ist gerade so Donnerstag, wo ich hier so abends filme. Gerade habe ich ja gelesen von von diesem Spielefestival, wo die gerade sind in Seattle. Und ja, und da gibt es schon das fertige Minecraft 1.8, ne? Und das darf man da schon spielen. Und also schätze ich mal, dass es nächste Woche schon da ist, ne? Was brauchen wir noch? Oh ja, ganz schön. Schönstein brauchen wir viel. Nehmen wir ganz viel Schönstein mit. Kohle sollten wir ja drüben in der Höhle noch haben. Guck mal, ist das Inventar doch schon wieder irgendwie voll, ne? Machen wir hier einfach mal sowas. Das können wir hier verrotten lassen, das ist mir egal. Glas. Glas war doch ganz wichtig. Mehr Glas habe ich nicht. Ja gut, das müssen wir uns dann da beutscheln. So, jetzt brauche ich vor allem noch. Oh, verdammt, ja, bevor wir rausgehen, jetzt ist es noch nicht schlimm, aber ich bin mal wieder auf dem Peaceful Mode gewesen. Irgendwie bin ich ja wieder gelandet. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe im Moment sowieso keinen Plan. Ja, ich interessiere mich gerade nur für meinen Kiefer. Okay. Ja, die Stufen lassen wir mal hier. Die verstopfen uns das jetzt nur. Das bringt nicht viel. Ich brauche noch einen Slot. Und zwar. Ah, sogar zwei. Ja, ja, okay. Koppelstein habe ich auch kaum noch Platz für. Das kann ich doch auch schon mal hier lassen. Die Scheren sollten wir mitnehmen. Vielleicht mache ich mir einfach nochmal eine neue oder habe ich vielleicht sogar noch eine. Ach, die Reisevorbereitung, die hätte ich eigentlich jetzt auch schon mal vorher erledigen sollen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Eine Schippe brauche ich aber auch noch ein bisschen. Komm, Gravel lasse ich auch hier. Was soll ich denn? Das finde ich überall an Ecken, allen Ecken und Enden. Aber ich stelle mir noch eben eine neue Schere her. Achso, da brauche ich gar keine Werkbank für. Das macht man einfach so. So, weil mich ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Mensch, ich habe mich ja beklagt hier von wegen Wolle und ein Tintensäckchen und dann ist schon alles schon verbraucht, so, ne? Und die sagten, nee, färb doch einfach mal das Schaf, ne? Und dann fiel es mir natürlich siebenteils ein. Das hab ich zwar gewusst, aber hab ich überhaupt nicht, noch nie verwendet und völlig verdrängt, dass das geht. Wir können ein normales weißes Schaf einfach einfärben. Es ist Nacht draußen, ja, es ist Nacht draußen. Wir können einfach ein weißes Schaf einfärben und dann scheren und dann kriegen wir natürlich enorm viel mehr Wolle raus. Das sollte uns ja auch reichen, wenn ich das mit so 31 Säcken mache. Die nehme ich jetzt einfach mit und ne, jetzt schlafe ich eine Runde.
So, jetzt geht's. Ihr seht auch, die Wolle habe ich jetzt in meinem Texture Pack etwas weißer gemacht. Ne? Das sind also einige Sachen, die ich verändert habe. Das sollte ein bisschen, wirklich ein bisschen heller werden. Ein Boot brauche ich noch. Ja, gut. Ein Boot brauche ich noch, auf jeden Fall. Habe ich keins, noch keins da? Nein, dann baue ich mir schnell eins. Denn wie wir wissen, bin ich da ja nun nicht sehr begabt, gerade was das Landen, das Anlanden angeht. Ja, jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich kaum noch Koppelstein hier. Es wird die Erde und das Kotelett lasse ich auch noch hier. Das können wir uns alles unterwegs noch holen. Na komm. Ja. Okay. Das können wir uns alles noch unterwegs irgendwie herstellen, holen, sonst wie. Ja. Ich denke, das ist jetzt okay. Und wir machen uns einfach mal auf den Weg zurück zur Station 74. Wollen wir hoffen, dass wir da auch heil ankommen. Ihr guckt jetzt mal auch zum Himmel. Da seht ihr auch eine Änderung. Ich habe die Wolken etwas. Ah, oh, ah. Ja, verdammt nochmal, ey. Ich dachte, ich wäre schnell genug gewesen. Okay. Nicht unser Problem. Wir leben ja noch. Also die Wolken habe ich etwas dunkler gemacht. Die sehen jetzt etwas bedrohlicher nach Wolken aus. Nicht so freundlich und hell. Auch die Grasnarbe, werdet ihr schon bemerkt haben. Die zieht sich jetzt etwas weiter nach unten. Lappt da so richtig drüber. Jetzt geht's ins Boot und ab die Post. Na komm schon. So. Das ist immer wieder schön, eine ruhige Seefahrt zu machen. Ich kann das eigentlich jetzt auch mal ein bisschen abkürzen. Augenblick mal. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, ob es mir diesmal gelingt, hier vernünftig oder halbwegs vernünftig. Vielleicht erstmal bremsen, etwas so. Ja, gut. Halbwegs vernünftig mal ausgestiegen. So, jetzt sind wir auch gleich. Jetzt sind wir gleich in der Station 74. Ah, bevor, dann nehmen wir uns jetzt direkt mal, wir machen das jetzt mal mit den Schafen, damit ihr auch seht, dass das wirklich funktioniert. Das ist ein weißes Schaf, ganz eindeutig zu erkennen an der weißen Wolle, die es trägt, ja. Und zack, Rechtsklick mit dem Tintensäckchen drauf und jetzt scheren. Wups, wups, ne? Da macht ihr einen guten Schnitt mit. Oh, ein Aluminiumschaf. Obwohl ich gerade merke, das neue Texture Pack habe ich so noch gar nicht ausgestattet. Das ist noch kein extra Pack, ne? Das ist das normale. Ey, das ist ja cool. Das mache ich jetzt erstmal so. Also, wir mal hoffen, dass das kein Bug ist, sondern so gewollt. Ne? Das ist doch ein guter Trick. Klappt das denn mit anderen Farben auch? Weiß das jemand? Klappt das zum Beispiel, also was mich interessieren würde, mit Blau? Ja, Blau ist ja nun wirklich extrem selten und aber auch extrem schön. Ja, da möchte man gerne haben, blaue Wolle. Ne, aber geht das auch? Jetzt habe ich natürlich mein Lapis nicht dabei. Hätte ich jetzt zu gerne mal ausprobiert. Was soll's? Ja, wir sehen aber schon, was da hinten wieder passiert. Ich finde es immer wieder überwältigend, dieser Anblick. Sehr futuristisch. Sehr mal was ganz was anderes. Hier war doch eben noch ein Schaf, ne? Aber gut. Ich würde sagen, ich muss jetzt eh erstmal mein Inventar wieder leeren. Ja, es sagte mir jemand auch mal, hier mach doch mal so eine Textur, wo das halt aussieht wie auf dem Mond, aber das geht leider nicht. Da das Gras ist und Gras kannst du, wird nicht gemalt auf der Textur. Es ist einfach nur ein Graustufenbild und die Farbe, also je nachdem, ob dieses Blassgrüne hier von der Savanna oder knackig grün, ne, aus dem Dschungel, das wird dann vom Spiel festgelegt, vom Code und da kann, hat man natürlich keinen Zugriff drauf und deswegen geht das nicht so gut. Wolle habe ich ja ganz viel, wusste ich gar nicht.
Ja, dann packen wir hier mal ein bisschen aus. Das auch alles weg, weg damit. Die Säckchen nehmen wir jetzt mal mit, aber nicht alle, so aus Sicherheitsgründen, ne? Auch ein bisschen Glas lassen wir jetzt auch hier. Und dann gucke ich mal, wo ich noch drüben weitermachen musste. Ich war ja dabei, dieses zweite Gebäude, dieses stellste Gebäude hier. Im Pilz ist es ja wirklich nicht. Hier weiter zu bauen und als mir die schwarze Wolle ausging, da gucken wir jetzt mal rein. Muss sagen, die Leiter gefällt mir wirklich gut. So, mal ist auch mal irgendwie ganz interessant. So, ja. Okay, erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, dann die Wolle mal in den Slot rein und dann wird hier mal tüchtig losgelegt. Da auch was rein. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen was hier. Was haben wir denn eigentlich? 26. Ja, kommen wir noch ein Stückchen. So. Ach, da ist noch eine Wand. Cool. Und Glas war uns auch ausgegangen. Dann bauen wir das jetzt mal hier schon ein. Irgendwo war auch noch ein Loch, meine ich, in der Scheibe. War das nicht so? Ich weiß es nicht. Keine Panik. Nee, das war jetzt irgendwie, wie habe ich das gemacht? Immer noch so richtig nach einer, ja, richtig unten angelegt, ne? So. Na. Ja, jetzt geht die Verschwenderei natürlich wieder los, ne? Da kann ich mich wieder nicht bremsen. Er soll ja durchlaufen, genau, das soll durchlaufen bis Anno dazu mal. Und das geht dann immer doch viel besser, als ich so denke. Ja, ist schon okay. Oben die Reihe war auch. Da kann man ja. Ach, das ist schon fertig. Da brauche ich ja nur da oben jetzt noch alles einsetzen. Mache ich erstmal mit dem Glas weiter. Ah, die Sonne, ne? Auch neu. Ja, ist jetzt bei mir auch mal rund. Und hat auch noch so schöne Strahlen. Oh, hoppla. Man sollte jetzt nicht zu sehr in die Sonne gucken beim Arbeiten. Jetzt ist schon wieder ein Verschwendungsfehler passiert. Ich bin aber auch einer. So. Klack, klack, klack. Komme ich denn da noch ran? Das wäre schön. Naja, so aber nicht. Ach. Das ist ja nicht zu fassen, ne? Naja, das hat keinen Sinn, also nicht in meinem heutigen Zustand. Ich erinnere nochmal daran, ja, Glas ausgegangen, Glas aus, ja, sicher. Aber wir haben noch ein bisschen schwarze Wolle und die verballere ich jetzt überall hier rein. So, so weit wie es geht. Und dann holen wir einfach Nachschub. Ja. Wo liegt das Problem? Das war's. Jetzt möchte ich gerne hier so mal runterkommen, ohne mich immer zu verletzen. Ah. Es ist zwischen wollen und können ist immer noch ein kleiner Unterschied. Weißes Schaf, da hinten. Die Sonne geht auch langsam unter. Das nutzen wir noch völlig aus, bevor ich die Folge dann beende. So, ja, guckst du doof, ne? Was ist das dunkel jetzt hier? Da. Das ist echt eine gute Idee gewesen. Danke nochmal an all euch. Dass ihr mir das nochmal gesagt habt, weil, wie gesagt, gewusst habe ich das zwar, aber wie es so ist. Mann, ey, du hättest aber ruhig mal ein bisschen mehr, ne? Also sei mal nicht so kniepig. Ja, die beiden hole ich mir noch. Ja, die drei hole ich mir noch. Jetzt werde ich übermütig, dann kommt gleich ein Creeper, ich bin tot, lande in Bad Schönfels. Und wenn ich wiederkomme, ist alle meine Wolle weg. Na? So wäre das jedenfalls das übliche Vorbuddler-Szenario. So, nix wie ab nach Hause. Und dann muss ich hier auch dringend mal schlafen, um den Spawnpunkt neu zu setzen. Sollen wir die Kuh auch mehr? Ich habe keinen Platz mehr, oder? Doch, habe ich. Lange keine Kuh mehr getötet, fällt mir gerade ein. Demnächst hört das auf. Ja, demnächst ist die Schonzeit vorbei, dann können wir Steaks essen. Heute esse ich ganz gewiss kein Steak mehr, das sage ich euch, ne? Nicht in dem Zustand meines Kiefers. Der Mond ist auch neu, ne? Ich glaube, da mache ich noch ein bisschen was dran, aber den habe ich auch selber gemalt.
Ja, der gefällt mir hier an den Seiten noch nicht so. Der war vorher ein bisschen besser. Ich habe das dann gedacht, ich müsste es ändern, aber habe es dann verschlimmbessert, ne? So, jetzt sind wir auch an unserem Bett. Das sollte vielleicht dann auch irgendwann mal hier so anders gemacht werden. Gut, aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es wieder heißt, wir spielen Minenarbeit oder wir spielen Minecraft oder Let's Play Minenarbeit oder Let's Play Minecraft, ne? Jedenfalls, sag ich mal, bis dann, macht's gut, ciao.